Willkommen auf der Satox und diesmal zeige ich euch das zweite Volume bzw. die zweite Box von der Serie Fairy Tail, wie man hier schon sieht, mit den Episoden 25 bis 48. Ich habe die Folie schon mal so ein kleines bisschen angerissen, damit das Ganze jetzt ein bisschen schneller geht. Klapp, klapp. Weiter. Und zack, ab ist er. Das ist hoffentlich nicht angeklebt. Gut, ich hätte nichts sagen sollen. Es ist doch angeklebt, aber es scheint sich einigermaßen gut ablösen zu lassen. Zack, schon noch was weg. Ja, guck mal erst nochmal auf die Rückseite, was denn uns alles erwartet. Von verrückten Markern und fantastischen Monstern, Episoden 25 bis 48. Als Sprachen sind drauf Deutsch und Japanisch, die Untertitel sind Deutsch. Die Laufzeit beträgt 600 Minuten, was sehr lang ist. Und das Format ist ein 16 zu 9 Full HD. Der Ton ist ein 2.0 und als Bonus sind drin ein Episodenguide, Postkarten und Synchron-Special. Wobei das letzte halt dann digital sein wird. Hier haben wir nochmal den kompletten Schuber mit der Gruppe vorne drauf. Das ist die Rückseite. Oben und unten ist jetzt nicht so sonderlich viel zu sehen. Hier haben wir nochmal das drinne. Das gleiche wie draußen. Ich klappe das erstmal alles auf. Da ist noch was. Da ist die gute Lucy. Und schauen wir uns erstmal fix die Discs an. Hier haben wir Disc 1. Befindet sich dahinter was? Nein, dahinter ist nur braun. Dann wird das bei den anderen auch so sein. Disc 2 und die Disc 3. Jetzt auf zu den Extras. Die Postkarten sind die beiden. Und dann das Booklet, beziehungsweise scheint ein reiner Episodenguide zu sein. Gucken wir mal rein. Es sind ja doch einige Episoden, die hier vorgestellt werden können. So. Aber es bleibt doch nicht. Ja, doch, doch, Notizen kann man sich noch machen. Hat jemand von euch jemals schon so ein Notizheft benutzt? Also, beziehungsweise den Notizabteil in so einem Heft? Gab es ja auch öfters mal bei Spielen, gerade bei Game Boy Advance-Titeln und so, damals habe ich das öfters mal festgestellt. Auch nie verwendet. Ja, Box 1, das Unboxing verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ein Kauflink zu dieser Box findet ihr dort auch. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.